Wir sind zurück in der Düsseldorf-Karriere und ihr merkt, ich bin leider leicht angeschlagen. Meine Stimme übers Wochenende angekratzt, aber trotzdem habe ich extrem Bock. Wir sind am Transfer-Deadline-Day und dementsprechend wird auch hier einiges passieren. Wobei, so viel weiß ich gar nicht, aber ihr habt trotzdem einiges kommentiert. Danke dafür, ja. Alles, was euch jetzt auf dem Herzen liegt, schreibt ihr bitte jetzt schon wieder ab in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefällt, natürlich vergesst es nicht, einen Daumen nach oben dazulassen. Und genauso könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren, um für die Zukunft gar nichts mehr zu verpassen. Apropos verpassen, was habt ihr diese Saison verpasst? Der Saison Auftakt war ja bereits da mit VfL Bochum und dann gegen Schalke 4-1, 4-0. Ja, die erste Klatsche gab es dann hier also gegen den VfL Wolfsburg. In der jetzt dann nächsten anstehenden Folge, die wir jetzt gerade eben ja dann hier haben, heißt es hier Leverkusen, werden wir wahrscheinlich schnell simulieren. Ich will das erste Spiel international gegen Royal Antwerpen natürlich selber spielen. Dann gucken wir einfach mal noch, dass wir vielleicht Hoffenheim lange simulieren. Leipzig habe ich jetzt auch nicht so Lust zu spielen, aber vielleicht, dass man hier nochmal eingeht. Ich weiß es nicht, ja. Vielleicht spielen wir auch nur ein Spiel, dass wir den September durchbekommen. Keine Ahnung, aber vorher habt ihr es ja gesehen, wir sind am Transfer Deadline Day und auch hier wollen wir noch ein bisschen was machen. Ihr habt diesbezüglich auch ein bisschen was kommentiert. Ricky J. Jones, das wäre ein Kandidat von Peterborough. Dann haben wir Suslov, wir haben Sulch, wir haben Dieng, wir haben Collins, Omari und auch Diallo. Alles haben von euch jetzt in den Top-Kommentaren zuletzt unter dem vorherigen Video. Solanke, ja, leider kürzlich zu North gewechselt, können wir auf jeden Fall vergessen. Hack, ja, wäre ein Kandidat. Steffen, ganz genauso. Auch Kevin Schade, der kann vorne spielen. Aber ihr meintet, dass man schon auf jeden Fall auch den Fokus auf die Defensive setzen soll, weil wir eigentlich so eine richtig gute Truppe haben. Ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Knappe 20 Millionen sprechen auch absolut für uns. Aber trotzdem, wie gesagt, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ob überhaupt noch was passiert, kann ich euch ehrlich gesagt nicht unbedingt garantieren. Denn im Endeffekt, wir haben zwar viel Geld, aber ich will jetzt ja auch nicht den Mega-Umbruch hier hinter mich bringen. Wobei ja so viel noch gar nicht passiert ist. Mit Wataru Endo haben wir einen neuen Sechser geholt, aber der ist lediglich Backup für Tanaka. Also beides ja Japaner. Und Bogle kam noch für 15 Millionen. Sobotka 2,05 hat den Verein verlassen, wie auch klar. 4,5, ja, einmal AZ Alkmaar, einmal Osasuna, beide wollten gehen, für beide haben wir eigentlich auch gefühlt schon Ersatz, Endo ist da und für Clara, wir haben so viele Innenverteidiger, das sollte eigentlich passen, also lassen wir das Ganze erstmal auf uns zukommen, wie gesagt, wobei Innenverteidiger haben wir ja gar nicht, wir brauchen dringend noch einen Innenverteidiger, ich meine, okay, Danny da Costa könnte da spielen, aber eigentlich haben wir ihn zusammen mit Pastak schon so als Backup-Außenverteidiger eingeplant, weshalb wir in der Mitte dringend noch was machen müssen. Wir gehen mal rein bei Nathan Collins und mit dem FC Burnley ist es nicht ganz so leicht zu verhandeln. Wir müssen uns da tatsächlich schon ein bisschen strenger halten. Das macht nämlich der FC Burnley ganz genauso, aber wir treffen uns bei 17,2 Millionen. Sean Digi oder Deitch, wie auch immer man den ausspricht, der lenkt jetzt auf jeden Fall für die Engländer ein. Das ist ein absoluter Transfer-Coup, ja. Er hat absolutes Top-Talent bis zu einem 82er-Potenzial. Er ist erst 22, ja, wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass er beim FC Burnley A nicht international spielt und B vielleicht sogar gar nicht in der Startelf, dann ist es für ihn sportlich gesehen ja jetzt nicht unbedingt unlukrativ, ganz im Gegenteil, denn bei uns darf er Conference League spielen und ist in der Bundesliga oben mit dabei, ja, ist vielleicht auch ein anderes Kaliber als die Premier League, aber Nathan Collins ist auf jeden Fall jetzt da, komplettiert unsere Sommertransferphase und bringt unser Konto in Sachen Transferbudget auch nahe gegen Null. Im direkten Vergleich zu Kaan Ayhan sehen wir hier 6 Jahre Unterschied und sogar ein Ratingpunkt mehr. Ja, also der Ire, der jetzt auch mit der Nationalmannschaft unterwegs ist, auf den müssen wir jetzt Stand aktuell zumindest mal noch verzichten. Er kommt aber mit auf die Bank und ihr schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Kapitän Kaan Ayhan, er ist schwächer, er ist älter. Soll er trotzdem in der Startelf bleiben und Nathan Collins muss sich erstmal beweisen? Oder was wäre euer Plan, rein personell auf die Startelf betrachtet? Das würde mich mal interessieren. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Weil ich dann auch noch mal ganz kurz auf Angebote von Spieler und mögliche Abgänge behandeln möchte, weil ich in den Kommentaren gelesen habe, es gab das Angebot von Lazio Rom für Tanaka und da müssen wir irgendwann auch einfach mal verhandlungsbereit sein, ja, weil es ist ganz einfach so, dass Lazio natürlich individuell, qualitativ deutlich besser ist als wir und wenn da von einer großen internationalen Mannschaft, gerade auch in Europa, das Interesse für Spieler von uns besteht, ganz egal, ob die bei uns in der Startelf stehen oder nicht, dann sollten wir da schon auch mal reingehen. Das war mein Fehler bezüglich Tanaka. Jetzt ist er noch bei uns. Für die Zukunft werde ich mir das auf jeden Fall im Hinterkopf abspeichern, denn ich bin da auch grundsätzlich schon bereit, dass man dann wirklich sagt, hey komm, man geht in die Verhandlungen, denn wir können dadurch A, mega viel Geld einnehmen und B, natürlich Tanaka auch den nächsten Karriereschritt vorenthalten. Also nicht vorenthalten, denn wenn wir ihn dann hergeben, dann hat er ja die Möglichkeit. Die vorletzte Stunde und der nächste Karriereschritt ist das passende Stichwort. Denn Nico Gieselmann geht nach nur einem Jahr, schließt sich Victoria Guimarães an. 1,6 Millionen, der wechselt also nach Portugal und bringt uns auch noch
mal ein bisschen Geld in die Kassen. Wie gesagt, da unten seht ihr ja auch noch jüngster Transfer. Und dann ist der Transfer-Deadline-Day vorbei, an dem so unglaublich viel passiert ist, gerade auch in der Bundesliga. Gehen wir rein ins nächste Spiel, zu Hause Merkur-Spielarena gegen Bayer 04 Leverkusen, die natürlich eine ganz andere Truppe haben als wir. Es ist noch immer so, dass Nathan Collins erstmal auf der Bank ist, aber vielleicht kommt er ja heute zu seinem Debüt. Wenn nicht heute, dann international gegen Royal Antwerp. Wir gehen rein in die Schnellsimulation und es gibt eine Niederlage, aber eine ganz knappe. Es ist Sada, dann ist es Bebu und Alario. Ein 1:2 gegen Leverkusen, das ist doch eigentlich gar nicht mal so übel. Und man merkt auch anhand solcher Ergebnisse, dass wir uns individuell immer mehr in Richtung solcher Topclubs bewegen. Rein geht's ins erste Spiel international unter unserer Führung bei der Fortuna aus Düsseldorf. Es ist die Europa Conference League, für die wir uns direkt qualifiziert hatten. Also wahrscheinlich, weil dann ein Team, was vor uns bereits war, irgendwie die letztes Jahr gewonnen hat. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall waren wir ja Siebter letztes Jahr und spielen da eigentlich in der Qualifikation. Hier aber haben wir die Qualifikation übersprungen und gehen jetzt direkt in die Gruppenphase, in das erste Spiel gegen Royal Antwerp. Wir treffen dort auf ein paar bekannte Gesichter. Teze kennt man, genauso kennen wir Verstrate aus seiner Zeit beim 1. FC Köln. Okafor auf der 10, der Ex-Nürnberger Frei zusammen mit dem Ex-Bremer Eggestein vorne drin. Das ist keine schlechte Truppe. Bei uns gibt es ein paar Änderungen. Da Costa, Passler, Collins, genauso auch Endo in der Startelf. Und ich würde fast auch sagen, dass man gerade international Damen auch mal auf die Bank setzt und Kastenmeier wieder mit reinbringt. Genau der hat sich das Ganze auch mal verdient, da zu spielen. Und deshalb ist er international in der Hoffnung. Ich denke jedes Mal aufs Neue dran. Unsere Nummer 1. Und so beginnen wir rein. Die Highlights gibt's für euch direkt jetzt. Gehen wir also rein. Die Conference League, die gibt's doch gar nicht so lange. In der Realität war bereits ein Team dort vertreten und das war Union Berlin. In der Gruppenphase war dann aber leider Endstation. Wir wollen das Ganze heute natürlich weiter schaffen. Und das ist die zweite Spielminute, die erste gelbe Karte im Spiel. Die trifft Noah Okafor, der eigentlich nur von hinten kommt, gegen den Kapitän, der heute die Binde trägt, Shinta Appelkamp. Also ja, wenn es dann ein bisschen krasser wird, was der gelbe Karton dazu rot wird, dann, glaube ich, kann er sich da auch nicht beschweren. Es ist auf jeden Fall die Conference League und wir wollen die Gruppenphase überstehen. Wir haben das Zeug dazu, verstecken brauchen wir uns nicht. Und mit Royal Antwerp haben wir vielleicht auch schon den vermeintlich stärksten Gegner direkt zu Beginn für uns. Da ist der nächste Versuch und der ist abgefälscht. Also wir kommen richtig gut nach vorne. Royal Antwerp ist in der Defensive gefordert, von Anfang direkt. 7 Minuten Powerplay, Aremu, ja, der erläuft die Kugel gegen Frei. Der große Stürmer, auf den wir vorne aufpassen müssen, denn ich glaube, wenn der Ball mal hoch gefährlich in den 16er kommt, dann ist der da auch jedes Mal dran beteiligt. Jetzt spielen wir es wieder gut, machen es einfach schnell, direkt und im letzten Moment ist dann der Ball von Birge Westrate hier auch noch geklärt und somit gibt es jetzt vielleicht einen Gegenstoß, wobei auch der Ball wieder ganz, ganz schnell bei uns ist. Oh, jetzt kommen sie und das 1:0, 15. Minute, Noah Okafor, der vielleicht mit ein bisschen Glück aus unserer Sicht gar nicht mehr auf dem Platz stehen dürfte, haut das Ding in den Knick, lässt Kastenmeier keine Chance und da haben wir ein bisschen Pech, denn der Ball war eigentlich bereits zweimal geklärt und trotzdem kommt er dann unglücklich über Umwege hier zum Nationalspieler Österreichs und der knallt das Ding natürlich rein. Also das war dann auch ein richtig schöner Abschluss. Der Mann, der mit Adeyemi ja bei Salzburg unfassbar harmoniert hat, bringt hier die Gäste in Führung. Ja, und das war irgendwo auch das Risiko. Wir wussten darum. Wir haben so viel nach vorne gegeben, haben eigentlich wirklich kein Risiko gescheut und wurden dementsprechend dann auch direkt eiskalt hinten erwischt. Und wieder kommt Antwerpen, 2:0. Es ist unfassbar. Ich kann euch nicht sagen, was gerade abgeht, aber seit dem Gegentreffer sind wir eigentlich komplett Game Over. Es geht gar nichts mehr. Ballverluste im Spielaufbau, defensiv kein Zugriff und da haben wir Eggestein, der kleine Bruder also von seinem, ja, ich sag mal Bruder, der bei Freiburg spielt. Ihr wisst ja auf jeden Fall Bescheid. Hier ist er erfolgreich und hier wollen wir doch mit Collins rein gegen Frei, der es gut macht und dann ist in der Mitte alles offen. Ja, und das ist gut gespielt. Kastenmeier keine Chance. Es ist Eggestein hier mit dem 2:0 und binnen 8 Minuten ist eine Hoffnung von einem perfekten internationalen Pokalwettbewerb eigentlich nahezu zunichte gemacht, weil das trifft uns ganz, ganz heftig. Jetzt vielleicht mal Luke Bacchio aus der Distanz. Und da muss der Keeper ran mit einer Glanzer. Dieser Abschluss bringt Hoffnung und vielleicht jetzt die Motivation zurück für uns. Wobei es wieder Richtung gegnerischer Konter geht und Kastenmeier gegen Eggestein. Also wir sind jetzt komplett überfordert. Hinten drin weiß ich nicht, woran es liegt. Vielleicht an den Umstellungen Passlack, Da Costa und auch Collins. Das ist der nächste Eckball. Wir müssen wieder ran. 30 Minuten sind gespielt und es hätte hier durchaus 3:0 stehen können. Ich meine, klar ist auch, dass wir auch bereits ein Tor hätten erzielen können. Aber es ist halt nicht so, ja. Und Antwerp ist brutal, weil wir in der Defensive komplett überfordert sind. Bestes Beispiel wieder hier. Jetzt ist Passlack dazwischen. Wir brauchen jetzt ein Erfolgserlebnis hier. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Langer Ball nochmal auf Winkler. Teze ist an ihm dran. Teze ist auch im Zweikampf. Winkler bleibt aber standhaft.
Und die Kugel ist da noch immer bei uns. Das hier ist Wataru Endo. Und wieder ist der Keeper da. Und da sind sie schon wieder. Und dann ist es das 3:0. Also, wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind hinten drin komplett überfordert. Es ist die 39. Und wieder ist es Eggestein. Also, es ist einfach halt auch gut gespielt. Überfallartig geht es da in die andere Richtung. Hier dachte ich eigentlich, der Ball ist weg. Dann ist da unten aber noch einer. Und dann ist in der Mitte natürlich Aremo zu weit weg von Eggestein. Und wir müssen jetzt reagieren. So kann es auf gar keinen Fall weitergehen. Doppelwechsel jetzt bei uns. Passler geht, Tanaka kommt. Und hier haben wir Aremo raus, Tommy rein. Also deutlich offensivere Wechsel jetzt. Wir stellen um auf Dreierkette. Ist natürlich nochmal ein viel größeres Risiko. Aber das hier, das ist schon wirklich eine absolute Frechheit. Also das grenzt an Arbeitsverweigerung hinten drin. Und so kann es nicht weitergehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben natürlich die Möglichkeit, hier immer noch zurück in dieses Spiel zu finden. Oder zumindest ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Aber mit solchen Pässen wird mir schlecht. Ja, das hat gar nichts mit Schadensbegrenzung zu tun. Und so kommt wieder Eggestein und Kastenmeier und 4:0. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Es ist einfach jedes Mal aufs Neue so. Wir spielen ultimativ die ganz normale Schwierigkeitsstufe. Aber es ist ein anderes Spiel. Keine Ahnung. 4:0. Also, wir werden auch ja nach Strich und Faden ausgekontert. Hier die Abseitsfalle, die nicht greift. Und dann ist er drin. Kastenmeier hat gar keine Chance. 0:4. Also, diese Mannschaft hat es nicht verdient, in diesem Spiel heute supportet zu werden. Weil es ist wirklich eine absolute Frechheit. Und ich werde auch gleich richtig sauer hier drin. Weil das kotzt mich extrem an. Also es ist wirklich eine Schande und eine halbe, was wir hier spielen, Mann. Wir geben aber noch nicht auf. Das ist Emre Mor. Wir probieren es wieder. Vorarbeit von Winkler. Wir haben noch 45 Minuten, Mann. Auf jetzt! Wenn Antwerpen 4 Tore in einer Halbzeit schafft, dann können doch auch wir das. Aber halt nicht so. Emre Mor, das ist genauso wieder schwach. Und dann werden wir halt ausgekontert. Und das hier ist natürlich ein absolutes Frustfau. Völlig zu Recht die rote Karte für Danny da Costa. Ja, so viel zum Thema. Wir geben nicht auf. Also ich denke jetzt, spätestens jetzt, muss ich mir einfach das ganze Thema auch gestehen lassen. Hinten drin war es einfach eine Riesenkatastrophe, auch von mir. Da bin ich selber schuld. Es war sowas von schlecht verteidigt. Und das 4:0 geht leider halt auch in der Höhe komplett in Ordnung. Wieder mal Kastenmeier. Die rote Karte geht auch auf mich. Aber wie gesagt, also das ist natürlich dann auch ein Frustfall gewesen. Es hat mich sowas von aufgeregt in einem Spiel, dass es 4:0 steht. Ja, also, ja, keine Ahnung. Ich darf mich aber auch gar nicht weiter reinsteigern. Denn sonst kann es sein, dass nie mehr ein Video online kommt, weil ich dann hier meine Konsole und meinen Computer und alles direkt mit zerstöre. Jetzt gibt es das 5:0, der Ball ist drin. Wir müssen jetzt wirklich aufpassen, denn das könnte heute in die Geschichtsbücher eingehen. Royal Antwerp hat jetzt 2-3 Gänge zurückgeschalten und seither kommen wir auch ein bisschen besser ins Spiel, belohnen uns aber einfach nicht dafür. Es ist jetzt hier ein Sturmlauf unserer Offensive. Ich habe mittlerweile auch Mohr rausgepackt, Kahn Ayhan als neuen Innenverteidiger gebracht. Ja, da war jetzt einfach das einzige Thema Schadensbegrenzung in Sachen Gegentore. Aber wenn man dann halt vorne auch die Dinger nicht nutzt und wir hätten mindestens 3-4 Tore erzielen können, ja, dann ist man einfach auch selber schuld. Ich sag's euch ehrlich, so wie es ist. Es macht dann auch leider keinen Spaß und dann hat man es halt auch nicht verdient. Jetzt vielleicht mal die Belohnung, jetzt ist er drin in der 88. Minute. Aber das bringt halt nichts. Trotzdem schön zu sehen, das erste Tor in der Conference League Geschichte der Fortuna Düsseldorf. Ja, weiß ich nicht. Also das 5:1, das nagt schon richtig krass an mir. Ich hoffe nicht, dass die Mannschaft das so heftig im negativen Sinne aufnehmen wird. Denn das hat sie nicht verdient. Es stand aber heute halt auch einfach keine richtige Mannschaft auf dem Feld. Sie haben es sich nicht verdient, hier heute mehr zu holen als dieses 5:1. Auch wenn die Möglichkeiten da gewesen wären. Aber es war halt heute unterm Strich einfach wirklich keine Europa-League-reife oder keine Conference-League-reife Leistung, die vielleicht hinten raus nochmal ein bisschen schöner wird. Aber trotzdem bringt uns das nichts. 2 Minuten angezeigte Nachspielzeit und es wird bei diesem 5:1 bleiben hier. Das Schlimme ist, gucken wir auf die Statistik von 17:11 Schüssen, ja, dann ist es hier eigentlich ein Spiel, was wir hätten statistisch gesehen besser oder erfolgreicher gestalten müssen. War aber nicht so. Hinten drin war es, wow, schwach. Aber nicht nur die Defensive will ich hier angreifen, denn es gehört natürlich auch das Mittelfeld und die Offensive mit dazu. Auch die haben heute einfach nur versagt. Komplett. Wiedergutmachung hoffentlich in der Liga. Es geht nach Sinsheim in die Pre-Zero Arena und da werden wir das ganze Thema schnell simulieren, allerdings mit 2 Änderungen, denn Appelkamp ist nicht bei 100%. Dafür kommt Dantas rein. Tommy geht hier auf den rechten Flügel und vorne für Winkler kommt Kownacki. Also man muss personell definitiv auch was ändern, auch wenn man qualitativ vielleicht ein dann mit sich trägt. Aber ja, keine Ahnung. Vielleicht sind unsere Erwartungen auch einfach zu hoch. Gegen Hoffenheim gibt es ebenfalls eine Niederlage. Wieder in einem ausgeglichenen Spiel. Raum, Baumgartner, Luke Bakio. Aber ich glaube, es war trotzdem die richtige Reaktion. Die Defensive stand vielleicht ein bisschen besser als zuvor gegen Royal Antwerp. Aber trotzdem, es ist so kein Dauerzustand. Denn jetzt kommt Leipzig und dann wissen wir, sind wir in der Krise angekommen. So schön unser Saisonauftakt mit 2 Siegen und 8:1 Toren dann auch war. Gegen RB ist die Hoffnung natürlich ganz, ganz klein. Ja, da erwarte ich wirklich gar nichts. Da gehe ich auch nicht davon aus, dass wir Punkte
mitnehmen. Es wird ein 2:2. Ja, let's go. Bebu, Silva, Gavori, Silva. Es wäre sogar knapp noch ein Sieg für uns geworden. Aber der Portugiese ist kurz vor der Pause und kurz vor Ende der regulären Spielzeit erfolgreich. Ja, aber ein Punkt. Immerhin, die Negativserie ist gestoppt. Und jetzt muss es weitergehen in der Conference League. Denn wenn wir jetzt da wieder keine 3 Punkte holen sollten, dann könnte unser sicher geglaubtes Weiterkommen in die Vorrunde oder ins Achtelfinale auch direkt schon komplett wackeln. Ich würde sagen, wir gehen in dieses Spiel jetzt auch noch rein. Das Debakel aus dem ersten Spiel in der Conference League, das müssen wir wieder wettmachen. Und wir gehen rein mit dem Team ausnahmslos in Bestbesetzung. Und da ist auch Collins jetzt in der Startelf. Keine Ausreden mehr. Ja, wir treffen hier auf Rakow. Es ist ein Team, das 1-1 gespielt hat zu Beginn gegen Brøndby. Wir brauchen 3 Punkte. Wir wollen hier ein Zeichen setzen. Und das ist auch eine absolute Pflichtaufgabe für uns jetzt. Ein tiefstehender Gegner, das erkennen wir bereits jetzt hier an der Grundformation. Aber das ist gut. Ilas Bebu. Und in der Mitte ist direkt eine Anspielmöglichkeit. Und der Ball ist dann hier geklärt. Appelkamp ist übrigens jetzt einer der wenig übrig gebliebenen Spieler vom absoluten Anfangskader und hat dementsprechend jetzt dann hier nach der Verbannung von Kaan Ayhan auf die Bank dann auch die Binde übernommen. Und das ist, denke ich, ganz in Ordnung. Seid ihr damit nicht zufrieden, lasst es mich gerne wissen. Wir müssen jetzt heute Gas geben und kommen direkt wieder über Ilas Bebu. Der soll es jetzt einfach mal selber probieren, aber das geht das Ding ganz knapp übers Tor. 6. Minute, es beginnt ähnlich wie zuvor im ersten Spiel gegen Royal Antwerp. Aber dass es hier einen ähnlichen Spielverlauf nimmt, das will ich wirklich nicht hoffen. Denn ihr wisst, ansonsten kann es sein, dass ich komplett am Rad drehe. Aber dann ist es wirklich nicht mehr schön. Jetzt kommt Rakow und da ist Finn Dahmen. Und jetzt müssen wir aufpassen, das ist die erste Großchance, die lebt auch noch. Und Aremu ist dann wieder da. Also, wir sind hinten leider anfällig. Die nächste Flanke und diesmal ist er drin. 11. Minute, so viel zum Thema, nicht der gleiche Spielverlauf. Wir spielen von Anfang an auf ein Tor. Und kriegen ihn hinten drin wieder rein. Wir haben 3, 4 Möglichkeiten, das Ding einfach auch zu klären. Und Musiolik, der zeigt hier seine Nummer 9, zeigt sein Trikot. Diese Hereingabe hier ist perfekt. Und dann geht er da ran. Bogle kommt nicht in den Zweikampf. Es ist einfach auch schlecht. Es ist so schlecht. Ich komme einfach nicht mehr drauf klar. Wirklich, also mir fehlen die Worte. Ich kann euch nicht sagen, wie sehr mich das aufregt. Es ist so unglaublich grottenschlecht. Ich kann gar nicht mehr zuschauen. Und schon wieder die nächste Lücke. Gavori muss mit ran. Jetzt müssen wir echt aufpassen. Das ist die nächste Möglichkeit. Das ist der Vorteil, der noch läuft, der jetzt dann unterbunden wird. Gavori hier, 15. Minute und wieder könnte es ganz schnell gehen. Lopez hat 17 Meter Torentfernung, legt sich den Ball hin. Da haben wir noch Soresco mit dabei. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Über die Mauer abgefälscht. 2-0. Es ist der exakt gleiche Spielverlauf wie im ersten Spiel. Und ich komme langsam aber sicher vom Glauben ab. Gucken wir nochmal drauf. Der Ball wäre trotzdem gut gekommen, aber Finn Dahmen wäre vermutlich in der Ecke gewesen. So ist er abgefälscht hier von Ilas Bebu. Weiß ich gar nicht, Bebu oder Winkler. Es ist Winkler und dann hat Dahmen gar keine Chance. Der Ball ist im Netz und es steht 2-0. Und wir können, glaube ich, die Conference League demnächst dann auch abhaken. Denn mit 2 solchen Niederlagen, wonach es aktuell halt eben aussieht, haben wir keine Chance mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt reagieren soll. Eigentlich müsste ich eine kurze Pause machen, weil es hat so keinen Wert, weiterzumachen. Wir kommen ja in keinen Zweikampf mehr rein. Ich bin komplett von der Rolle. Also wirklich, es ist unfassbar. Gavori kommt wieder nicht in den Zweikampf. Es ist die nächste Großchance für den Gastgeber hier. Jetzt Bebu zum x-beliebtesten Mal. Jetzt ist er drin. Let's go, Mann. 45+1. Der Ball ist drin, es ist der Anschlusstreffer, weitermachen. Wichtiger Zeitpunkt vor der Pause, das könnte uns zurück in dieses Spiel bringen. Der Ball ist wieder drin, ach komm, es reicht jetzt, bitte. Wir haben einfach keine Chance hinten drin und da kann jetzt nicht mehr so viel ich dafür, ehrlich zu sein. Gucken wir nochmal drauf, also hier ein schöner Eckball, war gut getreten und dann steigt der eine hier halt hoch und köpft den perfekt hier hin und dann geht er halt auch noch durch die Beine vom Verteidiger, also es kommt dann auch wirklich alles zusammen, aber egal, es bringt trotzdem jetzt nichts, hier weiter den Teufel an die Wand zu malen, noch ist ein bisschen zu spielen, wir kommen aber nach dem Tor auch nicht mehr so gut rein, also Möglichkeiten sind zwar da, aber es ist jetzt nicht das typische Powerplay, was ich hier erhofft hatte und das ist halt Wahnsinn, es, wow, ja, 4-1. Also Aremu ist für mich ein Skandal. Ich bleib hier doch einfach mit dabei. Ich bleib im Zweikampf, aber er geht einfach nicht rein. Und dann ist es halt das 4-1. Ach komm, ey, die können mich am Arsch lecken. Ich habe keinen Bock mehr, Mann. Ja, jetzt ist es nochmal das 4-2. Luke Bakio, es sind noch 12 Minuten, aber das kommt zu spät. Also das ist jetzt lediglich auch hier der Unterschied individuell, dass es zu diesem Treffer kommt. Ja, wir gucken nochmal in der Wiederholung drauf. Hier Bebu, dann wollte ich ihn hier rüberspielen. Viel zu spät. Wir haben dann aber das Glück, dass der Ball auch mal noch vor unsere Füße kommt. Tommy nochmal für Emre Mor. Wir werden jetzt nochmal alles dran setzen. Aber ich denke, dass es zu spät kommt. Wer 4 Tore gegen RKS Rakow, ja, kassiert,
genauso auch 5 gegen Royal Antwerp. Der hat nichts Zählbares verdient. Und damit will ich die Teams nicht kleiner reden, als sie sind, um Gottes Willen. Aber ich glaube, wir haben irgendwo auch gewisse Ansprüche mittlerweile mit unserer Truppe. Und das sind sie definitiv nicht. Ja, also 9 Gegentreffer in 2 Spielen gegen 2 Teams, wo wir eigentlich individuell überlegen sind, das kann nicht unser Anspruch sein. Und das darf auch so nicht passieren. Gerade auch in der Liga, es läuft aktuell gar nichts. Und vielleicht ist es die Dreifachbelastung, ich weiß es nicht. Aber wir erreichen das Team nicht mehr so, wie es letztes Jahr war. Und ich weiß nicht, was der aktuelle Punkt dafür ist oder der aktuelle Grund. Vielleicht könnt ihr mir da in den Kommentaren weiterhelfen, wie es jetzt für uns hier vielleicht mit ein paar Änderungen dann doch nochmal bergauf gehen kann. Denn irgendwo muss natürlich dann auch der Düsseldorf-Vorstand sagen, ja, ist es noch der richtige Trainer? Natürlich haben wir überragende Arbeit geleistet in letzter Zeit, aber ich habe schon ein bisschen Schiss, dass das Manager-Rating uns hier zurückwerfen könnte. Aber komplett, Tommy probiert es, verzieht komplett. Und das wird, denke ich, dann auch die letzte Chance gewesen sein heute. Ja, und mir fehlen tatsächlich einfach die Worte. Ich meine, 7 Punkte nach 6 Spielen in der Liga, das ist jetzt nicht schlecht. Gerade jetzt auch für uns aus Sicht von der Fortuna aus Düsseldorf. Aber die Gegner werden ja auch nicht leichter. Wir haben jetzt dann hier noch Gladbach, wir haben dann Freiburg, wir haben den BVB. Und wir müssen trotzdem irgendwo gucken, dass wir, ja, Erfolge einfahren. Keine Ahnung. Und mit Brøndby kommt natürlich auch nochmal ein Kracher hier in der Conference League. Es kann so nicht weitergehen. Wir sind wettbewerbsübergreifend hier diesen kompletten Monat ohne 3 Punkte geblieben. Gegen Leipzig haben wir 3 Punkte geholt. Ich weiß, es war ein schwieriger Monat, aber das kann so nicht sein. Wir haben aus den letzten 6 Spielen 5 verloren und haben tatsächlich 1 davon halt unentschieden gespielt. Ja, wenn es so weitergeht, dann ist es schon wirklich nicht gut. 76er Manager-Rating, es ist in Ordnung, aber wir wissen alle, wie schnell sowas auch mal in den Keller rutschen kann. Lassen wir uns überraschen, was passiert. In der nächsten Folge geht es hoffentlich wieder bergauf. Ich muss mich erholen, ich muss mich natürlich auch ein bisschen abreagieren. Ihr wisst selber, wie schnell sowas geht. Ja, sorry, falls es hier für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen unangenehm oder ein bisschen unangebracht war, dass ich hier auch mal ein bisschen ausgeflippt bin. Aber auch das gehört dazu. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Am Donnerstag gibt es den nächsten Umbruch, ja, mit Manchester United. Checkt das sehr, sehr gerne ab. 19 Uhr. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein. Bis dahin. Macht's gut und ciao.